Vielleicht spiele ich ja gleich einfach Set anstatt Blitz. Belves 1, MF2. Oh, der rennt vor die MF-Ult. Ah, doch nicht. Doch. Jinx gewinnt das. Die Zoe's Win Streak. Oh, Jax 2. Ich habe auf einmal mehr Jax als der. Lol. Ich hatte einen, als der 4 hatte. Ist halt Rolldown-Diff, ne? Er ist 8 gegangen. Kein Rageblade auf Jax. Jetzt einen Fight gewinnen. BF hitten. Strong, ne? Nachdem wie ich laufe, gewinne ich hart. Oh, das ist nice. Mein Fokus ist insane. Komm. QSS ist diff. Nein, jetzt fokus ich den. Jetzt fokus ich den Blitz. Das ist nicht gut. Aber ist trotzdem winnable, oder? Lol. Doch nicht. So dumm, warum fokussiere ich denn jetzt den Blitz? Ey, so dumme Luz. So fucking dumme Luz. Toll, jetzt bin ich in One-Shot-Range gegen die dumme Zoe hier. Dann noch so eine Ekelfront ein. War doch schon in der Backline, warum Blitzfokus? Ich glaube, ich rolle runter, ich gehe nicht 8. Der hat nur 4 Jacks, ich kann Jacks 3 halten, fuck it. Level up. Ich keine Option. Jawohl, okay. Jacks. Jetzt krieg ich 2 Bias. Spark, ne? Rollt der andere Schwacko auch? Wo sind diese? Wenn ich schon wieder Bottom mache mit 8 Jacks, dann raste ich aus, ne? No fucking joke.
Was ein wilder Fight. Copy. Noch knapp, ey. Ich kack ab. Der Jackson macht noch Bottom. Trust. Da ist ein Jax. Da nimmt mir echt einen Jax weg. Oh, wohin? Oh, der Jax Move läuft einfach voll Troll. Oh, wie viel Damage die macht. Kill so viel wie möglich. Der schlägt eh jeden. Tot. Sword of Zed? Hä? Oh, gegen den habe ich eben verloren, ne? Ich stand gut, ich stand perfekt. Ich hab den, ich hab den, ich hab den. Top 4. Oh, 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 oh. Oh, ich hab den. Zwei Units ist tot, oder? Ah, der ist nicht tot. Okay. Jetzt ist der Jax raus. Also alle Jax verkauft. Ein Jax. Er hat Level 7, Top 4. War gut. Ich wollte nicht 8 gehen. Keine Ahnung. Irgendwie hatte ich gedacht, ich kann den Jax 3 machen. Der wird jetzt die Zoe facen. Wahrscheinlich, nee, wahrscheinlich face ich die Zoe, ne? Dann ist wahrscheinlich auch mit Jax 3 vorbei, aber mal schauen.
Wow. Ich hab den Dings gesaviert. Face den nochmal. Der hat gerade den Viego in das Safe gestellt. Der hat gerade gegen unsere Copy verloren, ne? Wir können das gewinnen, actually. Right? Hey Luca, was geht? Fragezeichen? Was geht, was geht? Ja, keine Ahnung. Jax spielen. Zoe 2 darf halt alles machen. Guten Morgen, Barbarossa Platz. Was? Ach so, keine Ahnung. Geh ich nicht. Ist Autoplay. Oh, Autobahn. Autobahn beste. So, jetzt brauchen wir. Jetzt brauchen wir noch einen Top 2. Und dann, hoffentlich Rank Up, Alter. 2, 4, 6, 8, 10 Games. 10 Games hänge ich in Dia 3 schon. 11, 11. Und ich war auf 89 mit einem zweiten. Mit dem ersten sind wir einfach aufgestiegen. Oh Mann, ey. Aber gut, ich hatte zwei richtige Lower Games. Die waren einfach da. Da konnte ich auch. Also bei einem konnte ich auf keinen Fall was machen. Bei dem anderen war es wahrscheinlich ein Misspick. Aber Misspick into Low Roll. Das ist halt eine geile Kombination. Ja, leider. Leider, leider. Diamond Rund, das Mana anhält. Wo sind wir denn jetzt? Wir haben 29 gestartet. Ich bin im Plus. War nicht up to date. Ich sag grad, ich wäre Rang 50. 31. 31. Das heißt, entweder struggle andere auch. Und wir sind nicht alleine. Ist halt schwierig. Bandherker ist auch am struggeln. Der ist auch übel lang schon Dia 3.
No joke, der ist übel lang, DR3 schon. Der hat 92 Games schon. The fuck? Der hat mehr Games als ich. Den Bow nicht gekriegt. Muss den Cloak nehmen. Gott sei Dank. Oh, er hat aber gerade 2-1-2 gemacht zuletzt. Nachts habe ich, war das so? Nee, 81. Übertreib mal nicht. Einacht. So im Rahmen. Sag 4. 20 Games pro Tag. Okay. Nimmt man die mit? Nimmt man wahrscheinlich mit, ne? Wir haben Rot. Actually, ich finde Lulu Carry Augment gar nicht schlecht, wo sie HP und AP kriegt. Das kann carryen. Rage Trade Shogun ist insane dann. Irgendwie sowas. Ich hab sogar schon Blue Buff Shogun auf ihr gesehen. Bei einem. Das war geisteskrank. Gold? Wild. Nehmen wir auch noch mit. Kann raus, ne? Wir haben hier echt viele Optionen, oder? Aber ich will die Option eigentlich nicht mit. Boah, hier ist Gadgetin, warte. Gadgetin Windstreak, okay. Rage Blade, okay. Okay. Wir haben Rage Blade Cloak. Wir chillen. Wo ist mein Jax? Wo ist mein Jax? Ich jetzt Consistency genommen und hier ist eine AFK. Ich kill die Unit. Ich kill die Unit, ist das geil? Ist das geil? Open for Jax. Der grieft mich. Aber der kann nichts ändern. Weil ich den gefaced hab, kann ich Ashe mit Rage Blade spielen. So, ich gehe einfach clean 5 Lose. Ganz clean 5 Lose. Und dann dann Rolldown und Windstreak. 5 Lose sind wichtig. Weil bei 5 Lose. 1, 2, 4, 7, 10 Gold gibt es dann. Bei 5 Lose. Weil wenn die 5 Lose nicht machst, ist RIP das Augment. Entweder 5 Lose oder 5 Wins. Bei Win Lose spielst du halt ohne Augment. Ist halt RIP. Komplett RIP. Zwei Leute Tiny Titans. Was kommt bei dem rein?
Das ist halt super schwach, ne? Wenn die zwei schon. Da hat er gleich 20 Gold mehr als ich. Die 2, Renek 2, Riven Vi, what the fuck, was ist hier los? Okay. Maximal auf 60 droppen, dann ist alles gut. Beide 60. Aber der hat mehr Gold. Okay. Und hiernach rollen wir. Einen Loose können wir noch, ne? Wir sind ein bisschen stable. Wir haben super viel Gold. Level 6, 60 Gold dann, beziehungsweise fast 70. Ah, könnte sein, dass wir gewinnen. Das slammt Items.
Okay, jetzt muss ich rollen. Okay, wir chillen. Ich roll trotzdem, ne? Oh mein Gott, und noch 40 Gold über. Geil. Geil. Ja, gut, wir chillen. Das bedeutet nichts für mich. Lol. Jetzt muss ich aber auch streaken. Also wenn ich mit dem Bot nicht streake, dann weiß ich auch nicht, was hier los ist. Wieso ist der 100 HP? Wahrscheinlich, weil die Lobby weak war, ne? Achso, der rerollt Ash, lol. Gar nicht gemerkt. Der haut doch immer perfekt loose raus, der Dan, ne? Ich bin immer noch First Pick. Was gehe ich denn? Will ich QS, ich will QSS eigentlich haben, ne? Cloak habe ich schon bekommen, ne? Ah ne, Cloak gab's aus dem Karussell, ne? Egal. Ich will QSS haben. Set mit Belt hätte man auch nehmen können. Egal. Mit 7? Consistency halten, 7 gehen jetzt, ne?
5 lose into 4 wins. Consistency macht work. Jetzt brauche ich noch einen Win. Wenn ich jetzt gewinne, dann hat Consistency 20 Gold gemacht. 20 Gold als Silber-Augment ist genauso stark wie AFK, ne? Da wird's noch nicht verlieren, aber der. Oh doch, der ist stark. Der war stark. Gott sei Dank. Consistency war perfekter Pick hier. Bei at least. Gehen wir gleich 8 und hoffen auf Rennig oder Sejo. 6 Brawler auf Level Up dann. Aber das werde ich wahrscheinlich erst 5-2, 4-2 pushen. Letztes auch Winstreak mit der Camille. Wild. Camille ist einfach Winstreak aus dem Nichts. Alle 5 Sekunden 20 AD. Okay, das ist strong. Der hat auch gehighrollt. Mit Augment und allem. Toll, kein QSS gehittet. Ich mal doch Crit genommen. Kacke, ey. Aber gut. Was passiert hier? Rechts 3, links 3. Der hat 6 Kamels. Der Highroll aber auch, ne? Aber der war halt übel rich. War richtig rich. Das ist immer noch Talon 2. Oh, der springt auf meinen Jax. Gott sei Dank. Wenn der weggesprungen wäre, hätte er das wahrscheinlich gewinnen können. Mal, wie schnell der wird. Vierer Deckspeed. 4,88 Attack, 5er Deckspeed. Let's go. Richtig cracked. Sunfire Board. Ich kann was Besseres hitten. Ich reroll das. Second Wind ist strong. Ascension ist strong. Die Fightscore sollen gar keine 15 Sekunden gehen, ne? Second Wind ist gut. Okay, Level 8. Der hat ja noch gar nichts. 1, 1. Aber der hat gecashed, oder? Denn. Ah, der hat gecashed. Sieht aber nach Gold Cashout aus. Ich sehe kein Radiant Item. Ich sehe ein Level 8 All-In-Board, was gegen mich verliert. Camille ist 3, ich habe keine QSS. Oxforce auch noch. Camille ist auch noch Oxforce. Boah, die ist so
Die sieht so böse aus. Stand perfekt gegen den. Ah, ich habe ihn nicht. Das Schild ist zu big mit der ganzen AD. Das kostet. Consistency weg. Krieg Crit nicht. Ruf was auf Sina. Auf sie ist wahrscheinlich sogar das bessere Play gegen die Camille. Aber wenn ich falsch stehe, bringt mir auf sie auch nichts. Restliches Spiel Slow Roll. Ich habe Jax 2, Lee 2, Wukong 2. Fühlt sich eigentlich zu wenig an, aber keine Ahnung. Sieht auch zu wenig aus. Oh, die Ashe sieht böse aus. Aua. Der ist immer noch Level 5. Was war das für ein Bullshit-Fight? Kommt mir doch irgendwo her bekannt vor. Warum? Warum? Wo langsam mal Upgrades. Okay. Upgrades sind da. War das auch Consistency? Kann. Kann. Muss man eine QSS hitten. Okay, spielen wir auf sie. War Consistency nice. Na, gucken wir mal. Ich glaube, das hier in Top 4 wird jetzt mit AFC. Der hat zwei Renegade-Spots.
Und Viego 1. Ich habe halt diesmal Relentless Assault. Ich cap halt Hardcore 5 Attack Speed. AD3. Renegade AD3. Renegade Z. Zoe darf wieder einen gechillten Top 4 machen, weil es Zoe ist. Ah. Dachte ich mir nämlich. Es war nämlich immer so, dass die Units im Orb im Pool sind. Guck mal, die 5er Attack Speed. Das sieht so geistgestört aus. Wow. Sassy. Lol. So, da rollen wir jetzt all in, ne? 24 HP ist mir ein bisschen zu knapp. Boom. Geht's nur um Jax, Alter, haut ab. Genau vor dem Jax, vor dem Ashe-Fight. Drecks Ashe-Reroller. Beide Ashe-Skin Bottom, trust. Trust. Beide Ashe-Skin Bottom, trust. Das hat ja genau gepasst, auf den Punkt. Ich habe aber lange genug gewartet mit dem Rollen. Ich habe ewig gewartet. Ich habe nach. Es hat, war insane das Game. Ich habe 5 Lose into. Into Lucky Rin mit Ashe 2 gegen den anderen Loose-Streaker. Da war ich Rin. Dann gab's Jax Augment. Ich habe 10 Gold gerollt für Jax 2. War ganze Stage Rin-Streak. Lief einfach gut.
Lief einfach gut. Lief einfach fucking gut, soll ich sagen. Warum muss ich die Zoe facen? Die Zoe schlägt die Ashe. Also ich sag die Zoe auch, aber ich will ja, dass die Ashe rausfliegen. Ah, eines raus. Jax hat einen dicken Knüppel. Weil womit schlägt ihr denn da zu, Alter? Hat so eine Laterne oder? Keule auf dem Kopf. Laterne. Ich brauche einen zweiten, ne? Ich brauche einen zweiten für Rank Up. Den will ich auch haben. Was nehmen wir? Ich habe keinen MR-Shred, ne? Static ist gut. Static ist gut. Ist meine zweite Leona 2 heute auf 7, auf 8. Okay. Ich hab mich eigentlich gewundert, warum da keine kommt beim Jax 3 Rolldown. Sind LeBlanc 3? Das Totti Guy ist so gut. Ich habe Jax durchgespielt. Aber ich habe eben 8 mit Jax gemacht, ne? Ich hatte eben Double Trouble, 8 Jax und dann bin ich rausgeflogen. Der ist stark, ne? Der besiegt mich. Wait! Wait, ich hab Second Wind! Second Wind zu gut! Second Wind zu gut! Er wird zuerst gefokust! Einfach Second Wind zu gut! Tot. Nice. Ah ja! Ashe. Ashe down. Beide Ashe tot. Ach, nochmal noch eine. Ihr wisst Bescheid, ne? Ihr wisst Bescheid, ne? Ihr wisst Bescheid, ne? Ihr wisst Bescheid. Gilosko, sus. Second Wind Diff. Reicht nicht. Ah, ich hab. Na, schade, reicht nicht. Schade. Schade. Jax hätte rüber gemusst. Jax hätte rüber gemusst. Ist halt schwer mit, Jaxboard so schnell umzustellen. Level 9, Annie 3. Zoe 2 into Level 9, ist halt so dumm. Leona macht die Annie weg. Swin. Ist hard win. Ist der raus? Das ist 20 Damage. Der killt keine Unit mehr. 5 Units?
Ja, Leona ist insane. Ich hab auch gelernt, dass Edge of Night super broken auf ihr ist. Ich habe keinen Heal Reduce, ne? Die Camille macht First, was so weitergeht. Warte, wie kann ich schnell umstellen? Okay. Okay. Leona auf AD3, nice. Leona ist so ein guter Champ. Leona ist so broken. Top 2. Top 2 Rank Up! Ich habe lange gestruggelt heute in Dia 3. Reicht jetzt. Reicht jetzt. Reicht jetzt. Let's go. Der hat doch verloren! Der hat noch verloren! Der hat noch verloren. Also ich hätte die Fresse zu weit aufgerissen. So kann ich rüberstellen, ne? Okay. So kann ich rüberstellen und dahin stellen, ne? Ich habe drei Optionen. Zack, zack, zack. Kann ich auch so? Das kann ich nicht, okay. Okay, trust. Okay, ich predikte jetzt, ja? Stell dir nach links. Der hat auch predicted. Er hat auch predicted. Nee, der stand auf meinem Board. Der hat auch predicted. Na, ah, scheiße. Winnable, winnable, winnable! Winnable! Ist okay, ich hab genug runtergeschaut. Können gleich leveln. Level 9, zweite Leona. Zweite Leona rechts, Jax in die Mitte setzen, ja? Ah, oh, fuck it. Aber die 1er Leona one-shottet die Camille. Das ist halt unlucky. Da muss die richtige Leona auf der richtigen Seite stehen. Und Jax muss fronten diesmal. Jax wieder fronten. Ich muss das jetzt clean spielen. Bramble. Bramble ist gut. Ne, Echo 2 ist besser. Echo 2 ist besser. Haha! Outplayed, Bro! Outplayed, Bro! Outplayed, Bro! G-Losco ist eh so ein Sch. Ich sag's jetzt nicht, ich bin nett. Agree, ich muss pinkeln. Man kennt sich.
Wo sind wir denn jetzt mit dem Rank Up? Hat Kevin gespielt? Das sind wir vor Kevin, right? 22. 22. Drei, zwei, eins, sus. 3-2-1 Mainz. 12 Uhr wäre jetzt gut gewesen. Perfekter Moment zum Feierabend. Vor Ace of Spades, hier bin ich. Alpha Zero hat eben auch in der Lobby. Mach jetzt einfach noch ein First. Hier sind noch ein paar Leute mit echt wenig Games, ne? Echt rasiert. 43 Games, Tier 2 ist krass. 50 Tier 1, auch krass. Aber die spammen halt auch ekelhafte Zoe und so. Ich spiel keine Zoe. Pack die nicht an. Ich kann die einfach nicht. Krieg nicht hin. Immer noch 4 Leute Master. Komm. Vollgas. Was straight? Solo ist noch nicht Master, ne? Der ist heute D-Ranked, dann wieder Up-Ranked, und dann wieder D-Ranked, und dann wieder Up-Ranked. Und dann ist er ein Game vor Master potenziell aufgegangen. Der war gestern mega kurz davor. Und dann hat er gestruggelt. Zwei harte Bottom. Er wollte es gestern machen. Und dann kam so eine richtig harte Down-Phase. Bis auf 0 LP. Und heute dann abgestiegen. Richtig mies. Ja. Er hätte es auch fast geschafft. Er wäre fast First Master gewesen. Aber dann kamen Unlucky Moves. 105 Games, yo. Die mache ich morgen auch voll. Ja, also die These stimmt, wenn man viel spielt, kommt man noch Master. Wer viel spielt, schafft Master. Master geht immer. Geh. Klar, du musst auch ein bisschen was können, aber Master kann jeder schaffen. Wie sagt Solo? Jeder kann Rang 1 werden. Sind Fakten, jeder kann Rang 1 werden. Muss nur 2000 LP climben. Ich spiele ja gerade potenziell nur mit Challenger und kann First machen. Es ist immer möglich, einen Top 4 zu machen. Kann man auch immer auf 2000 LP klären. MMR darf halt nicht gefickt sein. Mal gucken, wo wir landen, das Set. Momentan läuft gut. Hat nichts mit gefickter MMR zu tun. Ja, doch, wenn du den vierten und dann achten machst, ist halt mies. Ja, klar, du kriegst die gefixt. Ich hab die auch schon gefixt gekriegt. Ich hab das gezeigt, wie das geht. Aber in Set 7 war es mir einfach zu blöde. War einfach Müll. Aber das Problem, was ich gerade habe, ich hab gerade so einen richtigen Struggle. Ich hab Tage viel Viego und Zed gespielt. Und jetzt komme ich einfach nicht mehr von diesen Jacks runter. Ich komme einfach nicht mehr von diesen Jacks runter. Da ist eine Ashe mit Bogen. Nee, ich nehme die nicht. Ich will den safen Bogen haben diesmal. Ich will diesmal den safen Bogen. Der Bongshot nimmt auch den safen Bogen. Jax beste Winrate? Ja, ich weiß. Jax ist gut. Ich habe eben